Willkommen zur heutigen News For You-Ausgabe Top Film News Star Wars. In einer mehrstündigen Präsentation hat Disney reihenweise neue Projekte angekündigt, darunter auch zahlreiche neue Star Wars Projekte. Wir bekommen zum Beispiel Hayden Christensens Comeback als Anakin Skywalker alias Darth Vader, eigene Serien für Rosario Dawsons Ahsoka Tano und für Fanliebling Lando Calrissian und wissen vor allem auch, wie es mit Star Wars im Kino weitergeht. Endlich wissen wir, was der nächste Star Wars Kinofilm wird. Weihnachten 2023 wird Star Wars Rogue Squadron die Leinwände erobern. Dann gibt es noch eine neue Serie namens Rangers of the New Republic. Und noch vieles mehr. Schaut mal einfach mal in die Verlinkung in der Infobox. Dort findet ihr nämlich alle Star Wars Projekte. Kurz News. Alien-Serie. Lange Zeit gab es Gerüchte, jetzt folgte die offizielle Bestätigung. Disney, oder besser gesagt der zum Maushaus gehörende US-TV-Sender FX, arbeitet derzeit an einer Serie in der Welt von Ridley Scotts Alien. Spider-Man Multiversum. Nach den bereits bestätigten Rückkehren Jamie Foxx und Alfred Molina ist nun auch klar, welche Darsteller in Spider-Man 3 mit Tom Holland noch auftreten werden. Nämlich, es werden alle alten Darsteller an Bord sein. Gaming News. Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 wird nach Release mit Content-Nachschub versorgt. Das haben die Entwickler von CD Projekt Red bereits mehrfach bestätigt. Das Geschäftsmodell übernehmen die Macher dabei von The Witcher 3. Es wird also ein Mix aus kostenlosen DLCs und größeren Add-ons gegen Bezahlung geben. Hier nun eine kurze Zusammenfassung. Cyberpunk 2077 wird nach Release DLCs bekommen. Es sollen mindestens so viele DLCs sein wie für The Witcher 3. Einige Inhalte sind kostenlos, andere werden Geld kosten. Die Entwickler betonen, dass die Story des Hauptspiels abgeschlossen ist. Erste DLCs für Cyberpunk 2077 kommen Anfang 2021. Witcher-Goodies sind bereits zum Release freischaltbar. Der Multiplayer wird ebenfalls nachträglich erscheinen. Zusammengefasst bedeutet das, dass es ähnlich ablaufen wird wie bei The Witcher 3. Außer, dass es im Multiplayer-Part zusätzlich noch Mikrotransaktionen geben soll, die aber nicht aggressiv sein sollen. Mehr erfahren wir wohl erst 2021. Kurz News, Dragon Age 4. Auf Gameplay zu Dragon Age 4 müsst ihr euch noch länger gedulden. Der neue Trailer verrät dennoch einige neue Informationen über das Rollenspiel. Link in der Infobox. Fallout New Vegas. Fans von Star Wars, die auf ein neues Rollenspiel warten, sollten die Mod Star Wars Open Worlds für Fallout New Vegas im Auge behalten. Star Wars Open Worlds will euch eine vollständige Rollenspielerfahrung mit verschiedenen Storyfaden und einer riesigen offenen Welt bieten. Technik News. Xbox Series X und S. Im November dieses Jahres kamen bekanntlich die Xbox Series X sowie die Xbox Series S auf den Markt. Der Launch verlief bisher recht erfolgreich. Doch wenn es nach Microsoft geht, war das lediglich der Anfang. Denn für das Jahr 2021 hat der Hersteller allen Anschein nach einiges geplant. Das lässt der umfangreiche Ausblick auf der offiziellen Website vermuten. So heißt es unter anderem, im Jahr 2021 werden Entwickler auf der ganzen Welt noch tiefer in die Möglichkeiten von Xbox Series X und S eintauchen und den Spielern eine Menge aufregende Neuerungen bescheren. Über die Xbox Game Studios erleben Spieler im Jahr 2021 die Rückkehr des Master Chiefs in Halo Infinite, eine neue irrsinnige Odyssey in Psychonauts 2 und noch vieles mehr. Interessant dabei ist, dass im englischen Originaltext von einigen Überraschungen die Rede ist, die bisher nicht angekündigt wurden. Das deutet darauf hin, dass Microsoft bzw. einige der zahlreichen Entwicklerstudios derzeit an einem oder mehreren geheimen Spielen für die Xbox Series X arbeiten, von denen wir bisher noch nichts wissen. News, Radeon RX 6900 XT. Wie sieht es mit der Verfügbarkeit der AMD Radeon RX 6900 XT aus? Um es ganz kurz zu fassen, schlecht. Egal wohin man blickt, die RX 6900 XT wird noch nicht einmal gelistet. Alternate, Mindfactory, Cyberport, Mediamarkt, Fehlanzeige.
xCloud für PC. Anfang 2021 ist es soweit. Das Cloud-Streaming-Programm von xCloud wird auf PC und iOS ausgeweitet. Damit wird die Reichweite von Microsofts Cloud Gaming Service, was bereits im Vorfeld angedeutet wurde, zusätzlich ausgebaut. Das war die heutige News for You-Ausgabe. Euch ein ganz tolles Wochenende. Hinterlasst gerne Feedback und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed.